Der 120.000 Mitglieder zählende Schwäbische Albverein feierte 1988 sein 100-jähriges Jubiläum. Besonders große und schöne Feste gab es am 18. und 19. Juni in Plochingen und am 13. und 14. August in Stuttgart, der Landeshauptstadt. Das Jubiläumsfest hatte eine große Ausstrahlung und konnte die ganze Vielfalt des Schwäbischen Albvereins zeigen. Es waren fröhliche Tage der Begegnung mit Kulturgruppen aus 10 europäischen Ländern. Thank you.
Baden-Württemberg, verehrte Gäste, aber insbesondere liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Es ist ein wirklich traditionsreicher Ort für den Schwäbischen Albverein, an dem wir heute zu unserer Jahreshauptversammlung zusammengekommen sind. Wie jung ist eigentlich die Albvereinsjugend? 15 Jahre ist unser Präsident nun Präsident des Schwäbischen Albvereins. Er hat dafür gesorgt, dass in dem Verein alles reibungslos vor sich ging. Und wenn man die Tätigkeitsberichte heute gehört hat, in den letzten Jahren gehört hat, kann man vielleicht erahnen, was an Arbeit, an Einsatz und an Verantwortung mit dem Ehrenamt des Präsidenten verbunden ist. In diesen 15 Jahren war er aber begleitet von seinem Stellvertreter, Dr. Oswald Rathfelder, der zuvor auch noch 14 Jahre im Hauptausschuss Mitglied. Dieses beides gibt dem Albverein Anlass, den beiden, dem Präsidenten, Herrn Prof. Dr. Helmut Schönhans-Gruber, für langjährige und vorbildliche Mitarbeit mit dem Ausdruck herzlichen Dankes die goldene Ehrennadel zu überreichen. Und dasselbe gilt für unseren Wanderfreund Rathfelder, der ebenfalls aus dem gleichen Grund nun die goldene Ehrennadel überreicht. Und das ist für mich eine besondere Freude, dass ich das hier vornehmen darf. Ich habe auch einen Philosophen wiedergefunden, der zum heutigen Tag besonders passt, für uns alle zunächst. Es ist Demokrit. 400 vor Christus. Er sagt einmal, ein Leben ohne Feste ist wie ein langer Weg ohne Gasthäuser. Zum 100-jährigen Jubiläum des Schwäbischen Albvereins trafen sich Ortsgruppen aus allen Himmelsrichtungen vor dem Schloss Hohenheim. Jeder hat sich einzutragen, der mit uns hierher gefahren. Wie ein Zöllner vor dem Tempel übersieht der Ernst den Krempel und kassiert den Obolus für den Eintritt und den Bus. Mehr als 1000 Wanderer machen sich auf den Weg zum Albvereinstreffen auf dem Marktplatz. Wir wanderten durch den Degerlocher Wald vorbei am Fernsehturm. Ein Gang durch die Altstadt führte uns zum großen Wanderertreffen auf dem Marktplatz. Schauen wir nun den Darbietungen verschiedener Volkstanzgruppen zu, unter anderem aus Frankreich und Jugoslawien. Thank you.
Freilich sind damals auch Eier geworfen worden, von denen eines nicht getroffen hat. Wunderschön, das Tanzfest der Volkstanzgruppe in der Alpen. Weiter geht es zum Killesberg.
In der großen Halle trifft sich die riesige Schar der Wanderer, um bei Essen und Trinken und einigen Darbietungen ein paar gemütliche Stunden zu verbringen. Apropos Darbietungen, auf diesem Gebiete darf sich Ebingen zum Jubiläum teilweise etwas Besseres einfallen lassen. Thank you.
Mir steige ich jetzt einfach mal ein ins Programm
und ich darf Sie recht herzlich begrüßen. Es ist der wahre Segen. Damit ist so weitergegangen, wenn ich nicht nur der Herzkasten trägt.